Vor knapp 2 Wochen hat Microsoft auf der Spielemesse E3 die ersten Bilder des neuen Microsoft Flight Simulator gezeigt, der im Jahr 2020 rauskommen soll. Und mir war klar, dass das Interesse für dieses Thema bei euch sehr groß sein wird, aber mit so viel Rückmeldung habe ich dann doch nicht gerechnet. Und wenn es schon hier unter den Videos so viel Rückmeldung zu diesem Thema gab, na, dann ist das bei Microsoft selbst natürlich nicht anders. Und die haben glücklicherweise auf die ersten Fragen schon mal ganz grob geantwortet und ein paar neue Informationen rausgegeben. Und das tragen wir jetzt mal alles ganz genau zusammen und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also fangen wir am besten mal an mit einem Nachtrag zum letzten Video, also mit einer Information, die jetzt nicht unbedingt neu ist, aber auf diese bin ich im letzten Beitrag nicht eingegangen. Und zwar soll der neue Microsoft Flight Simulator im nächsten Jahr ganz massiv durch die Microsoft eigene Cloud Computing Plattform Azure profitieren. Wie genau sich das letztendlich im Spiel oder in der Simulation selbst darstellen wird oder wie Microsoft das jetzt ganz genau umsetzt, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass man damit einen großen Schritt in die richtige Richtung geht, um den wohl größten Nachteil des Microsoft Flight Simulators zu bekämpfen. Ich meine, ihr kennt das ja, das, was Microsoft an Flugsimulationen geliefert hat, das letzte Mal ganz neu im Oktober 2006, also vor fast 13 Jahren mit dem Microsoft Flight Simulator X, das war schon immer der bei normalsterblichen Menschen zu Hause stehenden Hardware ein ganzes Stück voraus. Gar nicht unbedingt, weil das alles so wahnsinnig gut gemacht war oder so wahnsinnig kompliziert war. Es war einfach immer sehr, sehr viel. Und dann die ganzen Add-ons, die Erweiterungspacks, die dann noch da drauf gekommen sind, die man sich dazu kaufen konnte und die den FSX auch heute noch, knapp 13 Jahre später, immer noch zu einer absolut sehenswerten Simulation machen. Ja, das hat quasi jeden heimischen Computer aufgefressen, wenn man es denn wollte. Spieler des Flugsimulators sind, egal welchen Computer sie zu Hause stehen haben, immer am Limit unterwegs, weil immer noch ein bisschen mehr gehen muss. Dann war man immer stolz wie sonst was, wenn man ein neues Add-on, ein neues Erweiterungspack gekauft hatte. Und die besten Flüge waren die, die in einem Add-on-Flugzeug von einem detaillierten Flughafen über eine dazugekaufte Szenerie zu einem weiteren detaillierten Flughafen stattfanden. Und so viel kann ich mittlerweile sagen, dass es auch in einem mehrere Millionen Euro teuren Full-Flight-Simulator, der für das Training von Piloten benutzt wird, absolut nicht anders. Also deutsche Fluggesellschaften haben meist eine Art Erweiterungspack oder Add-ons für die Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg, vielleicht noch Köln und Berlin dazu, irgendwie sowas. Und das sieht absolut fantastisch aus und funktioniert auch sehr, sehr gut. Genauso wie im FSX. Aber alles andere, das sind dann diese Generic Airports und die sehen sogar noch schlechter aus als im FSX. Aber das nur mal so am Rande. Für die Hardware-Anforderungen an den heimischen Computer lässt der veröffentlichte Trailer für den neuen Microsoft Flight Simulator allerdings nicht unbedingt etwas Besseres erahnen als beim FSX oder etwas Besseres vermuten. Es sieht einfach absolut grandios aus, was da gezeigt wird. Und wenn das jetzt noch mit einer vernünftig funktionierenden Flugphysik gepaart wird, naja, dann lässt das sicherlich jeden Computer zu Hause wieder absolut dahinschmelzen. Und so, wie ich das euren Kommentaren entnehmen konnte, ist genau das auch eure größte Sorge, dass ihr mit eurem PC zu Hause genau gar nichts mit dieser Flugsimulation anfangen könnt. Und genau an der Stelle greift jetzt eben die Cloud Computing Plattform Microsoft Azure an. Wie gesagt, die genaue Umsetzung oder wie auch immer das angedacht ist, das kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber Cloud Computing kann einem die Möglichkeit geben, gewisse Komponenten des eigenen PCs durch stärkere Komponenten eines Microsoft-Rechners in einem Microsoft-Rechenzentrum irgendwo hier im Lande verteilt über eine schnelle Internetleitung zu ersetzen. Das geht dann immer und immer weiter bis zu einem reinen Cloud Gaming, bei dem man sich für einen monatlichen Beitrag quasi einen leistungsstarken Computer irgendwo anmietet, der im Idealfall deutlich bessere Spezifikationen aufweist als der hauseigene Computer. Und so kann man dann das Spiel quasi auf einem weit entfernten leistungsstarken Rechner spielen und das Angezeigte dann über eine schnelle Internetleitung auf das hauseigene schwächere Gerät streamen. Das ist dann also so eine Art leistungsfähiger Gaming-PC zur Verfügung gestellt über das Internet und das funktioniert durchaus, also ab stabilen Internetleitungen mit 15 Mbit die Sekunde, da kann man das auch durchaus in brauchbaren Dimensionen machen. Ein reines, aufgezwungenes Cloud-Gaming wird für den Microsoft Flight Simulator aber sicherlich keine wirklich angenehme Lösung sein. Vielmehr könnte es jetzt darum gehen, dass Microsoft dem Nutzer mit dem Flugsimulator eher so eine Art Basisgerüst an die Hand gibt und der eigene PC sich dann hauptsächlich um das Fliegen und um das Flugzeug an sich kümmert, während sich die Internetleitung um das kümmert, was den Flugsimulator dann ja wirklich ausmacht. Und das ist eine gut aussehende Szenerie. Gut möglich also, dass man ohne die entsprechende schnelle Internetleitung, dass man sich dann erstmal mit seinem Flugzeug in so einer Art matschigen Basis bewegt, damit man halt überhaupt fliegen kann. Aber wirklich schön wird der Flugsimulator erst mit Hilfe der Cloud.
Das ist jetzt natürlich mehr Vermutung als wirklich bestätigte Tatsache, aber wir wissen mittlerweile, dass Microsoft für die Konstruktion der Erde im neuen Microsoft Flight Simulator ganze 2 Petabyte Daten genutzt haben soll. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine Zahl, bei der einige von euch anscheinend ganz gut zusammengezuckt sind. Zumindest könnte man das euren Kommentaren entnehmen. So nach dem Motto, ey, ich glaube, so viel Speicherplatz habe ich gerade gar nicht mehr frei. Ja, den Speicherplatz haben wahrscheinlich die wenigsten von euch auf irgendeiner Festplatte frei, denn 2 Petabyte sind immerhin 2000 Terabyte, um mal in für heimische PCs gängigen Einheiten zu bleiben. Das lässt auf der einen Seite schon mal vermuten, dass der neue Flugsimulator nicht nur an den im Trailer gezeigten Stellen wahnsinnig gut aussieht, sondern auch an allen anderen Stellen mit viel Detailtreue und mit viel Mühe gearbeitet wurde. Auf der anderen Seite kann man dadurch aber auch davon ausgehen, dass eventuell diese riesige Menge an Szeneriedaten eben genau so in den Flugsimulator kommt, wie wir uns das jetzt die letzten 5 Minuten schon überlegt haben, nämlich mit Hilfe von Microsoft Cloud Computing mit Microsoft Azure in Kombination mit einer KI, die dann an den richtigen Stellen immer genau die richtige Menge an hübscher Szenerie durch die Internetleitung schiebt. Und das klingt bis dahin doch schon mal absolut fantastisch, oder nicht? Die Welle an Reaktionen, an positiven Reaktionen, hat Microsoft eventuell selbst so ein bisschen überrascht. Der Trailer hat mittlerweile über 3 Millionen Klicks auf YouTube. Um jetzt schon mal erste Fragen aus der Community zu beantworten, hat Microsoft dann eine Veröffentlichung getätigt und darin ist die Rede von einem Flight Simulator Team. Zum Glück gibt es sowas wieder. Naja, auf jeden Fall ist man überwältigt von der Vorfreude und von der großen Menge an positiven Reaktionen, gesteht sich im gleichen Satz aber dann auch Fehler ein, die man in der Vergangenheit gemacht hat, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt so ewig lange nichts zum Thema Flugsimulation veröffentlicht hat. Gerade deswegen bedankt man sich für viel Treue und viel Geduld bei den Nutzern. Obwohl man sich dafür wahrscheinlich gar nicht unbedingt bei den einzelnen Nutzern an sich bedanken muss, sondern vielmehr bei den ganzen Entwicklerstudios, die teilweise noch immer, bis heute, neue Erweiterungssoftware für den Microsoft Flight Simulator X liefern und somit diese Software nach, wie gesagt, fast 13 Jahren immer wieder halbwegs in die aktuelle Zeit holen oder uns zumindest immer wieder etwas Ansehnliches bieten können. Die Fragen zum neuen Simulator für das Jahr 2020 werden dann ganz kurz und knapp von Microsoft beantwortet, aber sehr gut beantwortet. Punkt 1 ist nämlich, die Betonung liegt auf jeden Fall auf dem Wort Simulator. Und das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Punkt 2 ist, das hier wird kein Xbox-Spiel, weil das hatten ja auch viele vermutet oder viele hatten da so ein bisschen Angst vor, dass das nicht wirklich funktionieren kann. Also primär wird das erst einmal entwickelt für den PC. Und dann soll der Microsoft Flight Simulator aber auf kurz oder lang von dieser Basis ausgehend einen Multiplattform-Support bekommen, sodass das Spiel auch auf der Xbox spielbar ist. Die Punkte 3 bis 5 besagen dann, dass man auf jeden Fall, glücklicherweise, das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt, genauso wie man es aus dem FSX kennt, wieder Software von irgendwelchen unabhängigen Entwicklerstudios unterstützen wird. Sehr wichtig. Und dann geht es weiter mit einer Hardware-Unterstützung für mal wieder alles Mögliche. Genauso wie man das auch aus dem FSX kennt, sodass man sich zu Hause wieder, wenn man denn möchte, irgendein individuelles, zusammengebasteltes Cockpit bauen kann. Und dann geht es noch darum, dass man diesen Flugsimulator zusammen mit der Community entwickeln und verbessern wird. Ja, wie genau das aussehen kann, auch das ist noch nicht klar, aber auch darüber kann man schon mal so ein bisschen spekulieren. An dieser Stelle könnte nämlich diese gesamte Cloud-Thematik wieder richtig interessant werden. Vielleicht erinnert ihr euch sogar noch aus FSX-Zeiten, da hat man immer mal auf leicht dubiosen Internetseiten irgendwelche kostenlosen Lackierungen für seine Flugzeuge oder eventuell sogar ganze Flugzeuge oder Szenerieteile oder was auch immer runtergeladen, das da einfach von irgendwelchen Leuten hochgeladen wurde. Das hat mal funktioniert, das hat mal nicht ganz so gut funktioniert, das hat man dann über den Windows-Dateimanager immer einfach so in das Programm reinkopiert und entweder das hat geklappt oder halt eben nicht. Das waren alles zahlreiche mehr oder weniger gute Erweiterungen für den Microsoft Flight Simulator aus der eigenen Community heraus. So, und jetzt stellt euch nun mal vor, Microsoft könnte uns mit dem nächsten Flugsimulator einen offiziellen Ort geben, an dem alle möglichen Hobbyentwickler, alle möglichen Leute aus der Community eben genau solche Sachen hochladen können. Das Ganze könnte dann von Microsoft überprüft und bestätigt werden, ob das wirklich so kompatibel ist mit dem Flugsimulator, wie man sich das als Entwickler gedacht hat oder nicht. Dann wird das eben nochmal zurückgeschickt, keine Ahnung, wie auch immer das dann funktionieren kann. Und dann wird das noch mit vernünftigen Stichpunkten versehen, so nach dem Motto, das Flugzeug hat sogar ein funktionierendes FMS oder das ist nur eine Lackierung, aber dafür ist sie gut, wie auch immer. Und so könnte man dann aus der Community heraus einen richtigen Store aufbauen, mit feinen, aber kleinen Erweiterungen. Und dann muss ja auch gar nicht immer alles kostenlos sein, so eine Lackierung oder sowas, wenn sie gut gemacht ist und Microsoft kann mir das bestätigen, kann das doch auch gerne 2,99 oder sowas kosten. Das wäre doch traumhaft, oder nicht?
Also, so viel erst einmal an neuen Informationen und einfachen Gedanken zum neuen Microsoft Flight Simulator für das Jahr 2020. Und ich bleib dabei. Ich glaube, Microsoft hat da sehr fähige Leute hingesetzt. Leute, die definitiv wissen, was sie tun. Und wenn die das jetzt nicht verbocken, auch wenn wir gerade noch wirklich am Anfang sind, dann könnte hier im nächsten Jahr wirklich etwas Cooles auf die Flugsimulator-Gemeinschaft zukommen. Und da freuen wir uns doch drauf, oder nicht? In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video. Ich freue mich sehr auf eure Meinung zu diesem Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.